Moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu meinem Kanal. Heute gibt es eine kleine Reaction auf meiner Mosel. Der hat nämlich eine YouTube-Kacke rausgebracht zu Frag einen Streamer. Mit mir dabei habe ich wie immer Stefan. Was geht ab? Und diesmal auch als Ehrengast Sascha. Kriege ich jetzt hier so einen Sound eingespult? So hallo. Gut, ich würde sagen, wir starten gleich rein. Wir sind alle auf 0-0, nehme ich an. Perfekt, super, let's go. Oh Mann, ey. Zu Hause wohnen in Intercontinental, du gehst selten, du Lauch. Ich heiße Kevin, bin 3 Jahre alt und komme aus meiner Mutter. Ja, aber wir alle, oder? Wie alt ist er? Ich hab's jetzt nicht. 33, ja. 3, okay, alles klar. Dann halt Menschen auf der Livestream-Plattform, Bitch. Ja, man kennt sie, Alter. Oh Mann, Alter. Oh Mann. Eigentlich müssen wir da nochmal ganz kurz zurück. Nichts eingefallen, deshalb gibt es jetzt einfach ein kleines Q&A. Natürlich kann ich nicht alle eure Fragen beantworten, dafür ist viel zu wenig Platz. Vielleicht mache ich auch nochmal ein ganzes Q&A-Video, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das am besten umsetzen soll. Naja, egal, kommen wir zu den ersten Fragen. Wild. Also ganz das FRGA am Anfang, das hat mich schon wieder komplett rausgehauen. Ja. Oh Mann. Hallo Kevin. Also auf der einen Seite natürlich nicht so, aber wenn man wirklich ganz ernst ist, dann schon. Was? Kann der auch Windows? aber die sind doch auch editiert, oder die Namen? Safe. Ja. Also ich erkläre das immer meinen Soos-Eltern quasi so, dass ich so ein Musiker bin, der auf dem Alex sitzt und halt Musik spielt, nur dass ich nicht Musik spiele und nicht auf dem Alex sitze und kein Musiker bin. Also einfach alles komplett nicht so halt. Einfach nur geil. Wolltest du schon immer so ein Ipsum? Auf jeden Fall nicht. Ich sag auch sehr oft so zu Homies oder so, wie bescheuert ich das finde. Was wolltest du als Kind? Ja, okay. Einfach mal sich selber fronten, oder? Gute Frage. Ich glaube, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich sehr, sehr lange elektrische Tee studieren wollte. Was muss man können, um Streamer zu werden? Haha, Peter. Gar nichts. Also, ich meine, ich bin jeden Tag so 7 bis 80 Stunden online. Ja, okay, Kevin. Pro Tag halt. Ja, 7 bis 80 pro Tag. 10 Minuten Pause nehmen oder so. Das ist ziemlich kacke, weil ich brauche auf der Schüssel immer mindestens eine halbe Stunde. Und deshalb kacke ich immer Livestreams, immer auf dem Boden. Was das Ganze aber auch so nice macht, das ist das, was man braucht. Ansonsten nicht viel. Ja, okay. Aha, Thunfisch, Alter. Möchtest du einen Köftisch schließen? Ja, es ist auch immer eine Sitze. Ist dir in deinem Stream schon mal etwas Peinliches passiert? Oh ja. Ja, das ist dumm. Also ich hatte mal einen Livestream gemacht, wo wir halt Boot gefahren sind. Und dann sind wir halt mit dem Boot wieder zum Steg gefahren. Ja, ich denke, das ist das Peinlichste, was mir passiert ist. Alter, und, richtig lost einfach. Vor allem, wie er ja eigentlich seine Sackgeschichte erzählt. Oh Mann, ey. Das ist das Konzept deiner Videos. Schon, ja, safe. Ja, okay, alles klar, passt. Dann haben wir unser Konzept auch schon mal. Hodenboy69 fragt. Wenn mehrere tausend live vor ihren hochauflösenden Bildschirmen deinen Hoden sehen. Ja, das ist witzig. Also es gibt Screenshots. Safe, aber man sieht da wirklich nicht viel, weil ich habe richtige Schrumpfklöten. Ja, so ist alles entspannt. Auch immer diese Zooms, die sind so geil, Alter. Das ist nicht manchmal kann zu sein. Tatsächlich nicht, nee. Erkennen dich Menschen auf der Straße. Iceberg. Ja, eigentlich schon. Jedes Mal, wenn ich eigentlich rausgehe, werde ich von einem Kanal kein Mensch beworfen. Zum Beispiel auch nicht in Deutschland. Also ich war zum Beispiel mal in Amsterdam unterwegs. Einfach mal für so ein Wochenende. Was? Wer kennt sich einfach mal ein Wochenende in Amsterdam verbringen? Auf ganz entspannt mit den besten Homies, ey. Drogen. Alle schreiben dich viele Frauen an. Nee. Das Ding ist halt, dadurch, dass Twitch eine Livestreaming-Plattform ist für Gay-Porn hauptsächlich. Ach, Mann. Ja, Jungs, da könnt ihr auch mal ein bisschen was erzählen. Ja. Über diese Spalte, ob ihr angeschrieben wurdet. Da gehen wir, glaube ich, mal anders mal drauf ein. Ja, im Stream, oder? Also, auf Twitch. Drauf ein. Ja, okay. Ja. Was ich jetzt aber auch nicht schlimm finde, weil ich habe eh meine rechte Hand. Also, ist es entspannt. Wie sieht dein Orgasmusgesicht aus?
Spaß? Ja, 100%. Warum funktioniert mein Delfin nicht Lolo? Was? Hast du Angst? Big Shuck fragt, hast du Angst vor Schwarzen? Vor Schwarzen? Tatsächlich nicht, nee. Also ich höre immer von so Kollegen, die aber, muss man zugeben, noch ein bisschen unsympathischer sind, dass die Angst vor Schwarzen haben. So dumm, wie das jetzt vielleicht sich anhört. Aber ich glaube, dass das Twitch-Team aus ganz großen Pussys besteht. Verstehen dann? Ja. Weil er, dieser Benutzername ist viel zu lang. Oh Mann, Alter. Erzähl dann, was du machst. Meine Mutter versteht es hundertprozentig, die steckt auch sehr tief im Thema drin. Anus von einer nice Bitch. Wie verdienst du? Also die genauen Zahlen werde ich jetzt wahrscheinlich nicht so sagen, aber man kann sich das ungefähr ausrechnen. 5 Euro im Monat sind ungefähr 5 Euro im Monat. Ja, okay, gut, perfekt, Alter. Bekommst du Fanpost? Ja, also ich habe auch schon Elefantenscheiße geschickt bekommen. Ist das nicht ungesund? Ja, aber lecker. Was? Was? Lass am besten jetzt hier einfach ein Abonnement da und ab. Okay. Digga, dieses Ende, das ist dieser andere Autismus. Oh, oh mein Gott. Alter, was für ein Katzskill musst du denn bitte haben, Alter? Dieser Autismus jetzt gerade am Ende. Alter, ich muss mich ganz kurz beruhigen. Ja, feine Sache das, ne? Also, mich würde es tatsächlich mal interessieren, wenn er so ein Q&A macht, wie viel Zeit der einfach... Ey, das wäre so geil, wenn er ein Q&A machen würde. Wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, weil wie oft musst du denn bitte... Also, entweder hast du die Skills, aber ich glaube, dass man sich das auch antrainieren kann. So, aber... Wie viel Zeit musst du bitte in ein, ich weiß nicht, wie lange das Originalvideo geht, 14, 15 Minuten vielleicht? Ja. So, wie lange musst du das bitte angucken, damit du da was draus bauen kannst? Also die Idee muss ja irgendwie erst bei dir im Kopf entstehen. Ja. Und dann musst du die ganzen Sequenzen, beziehungsweise Sekunden, Frames, das musst du alles suchen, ey. Ja, und vor allem, dann passt vielleicht so diese eine Silbe oder so nicht ganz und dann hört sich das nicht perfekt an und dann musst du wieder weitersuchen und so weiter. Ja. Also, boah, also das ist schon echt geisteskrank. Würde mich echt tatsächlich interessieren, mal so ein Q&A von meiner Mosel zu wissen, wie lange so seine Videos im Durchschnitt dauern. Kann man wahrscheinlich schwer sagen, aber vielleicht dann einfach mal ein paar seine größten Videos nehmen und dann mal sagt, wie lange die gedauert haben in der Mache. Weil das ist schon echt geisteskrank. Also auch jetzt gerade das Ende mit diesen ganzen Frames und so, das, also... Ja, ich hoffe, euch hat es auch genauso unterhalten, wie es uns unterhalten hat. Wenn ja, dann lasst mir auf jeden Fall ein Like, Abonnement und Kommentar da. Schaut bei meiner Mosel vorbei, das Video ist natürlich verlinkt. Und lasst dem Herrn auf jeden Fall mal ein Like und auch ein Abonnement da, wenn ihr ihn nicht schon abonniert habt. Ein Abonnement, meinst du? Ein Abonnement, natürlich, ist ja klar. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.